Ja, Servus, Freunde. Da sind wir wieder. Zurück bei Minecraft. Der Nico ist am Buddeln und der Chris ist am Zählen. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Sag mal, Chris, immer was ganz anderes. Ja? Ich habe hier gerade... Was ist eigentlich mit Promi-Bohlen, Alter? Promi-Bohlen oder was? Ja. Was das hatten wir in der letzten Folge, Nico? Das Thema. Ich gucke sowas nicht. Ich weiß nicht, was damit ist. Frag mich nicht. Nico, was willst du mir denn mitteilen, ha? Ich habe gelesen, dass eine Umfrage habe ich gelesen, ja. Unter, jetzt kommen wir wieder ins Spiel, unter Serienjunkies. Ja. Und zwar die Top 5 der fiesesten Bösewichte aus Serien. So, ja. Jetzt kommst du. Top 5 oder was? Ja, wer fällt dir denn so ein? Wo würdest du sagen, wer darf auf jeden Fall nicht in der Top 5 fehlen? Ich würde sagen, ach so, ja. Top 5 oder was? Ja, ich weiß gar nicht, ist denn... ja, gut, Ahnung, da kommt Alter. Ja nicht so viel bei rum, habe ich das Gefühl. Ja, das ist mir, weiß ich nicht, Alter. Sag mal deine Top 5. Na, ich habe sie ja schon gelesen. Ja, ich will ja nicht wissen, sag mal, welche waren es denn? Also auf Platz 5. Auf Platz 5 steht tatsächlich, und das kann ich nicht verstehen, der Trinity Killer aus Dexter. Der war ja gar nicht so, ja gut, der war schon Bösewicht, aber so böse war er ja nun auch nicht. Oh, der war schon ziemlich böse und ich glaube, das war die 4. Staffel damals, war auf jeden Fall auch eine der allergeilsten. Bei Dexter. Also ich fand den, naja, fies, in Anführungsstrichen. Naja, gut. Auf jeden Fall fand ich ihn fieser als Hannibal Lecter. Naja, gut. Hannibal Lecter ist schon ein fieser Bösewicht. In Hannibal? Ja. Oh. Okay. Wobei er in der Serie ja gar nicht... Ich weiß gar nicht, hast du die Serie Hannibal denn gesehen? Ja, aber nicht komplett. Die erste Staffel habe ich gesehen. Und dann aber auch nicht mehr irgendwie. Okay. Ja, der ist auf jeden Fall auf Platz 4. Platz 3 ist einer meiner Favorites. Wobei das als fieser Bösewicht eigentlich auch nicht zu sehen ist. Aber schon eine ziemlich geile Rolle. Frank Underwood aus House of Cards. Okay. Ja, okay. Ist ein Bösewicht. Wie gesagt, ich finde, dass er die Rolle mega geil spielt und jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, ich werde schon wieder angegriffen. Ach, da ist ein Enderman. Soll ich den mal umhauen oder was? Hau den mal um. Ja. Huch! Huch! Gedroppt hat er nix. Schade. Ja, also, wie gesagt, finde ich gut, aber naja, so der richtig miese Peter ist es ja auch nicht. Okay, ja, weiter geht's. Miese Peter. Platz Nummer 2 und jetzt kommt Negan aus Walking Dead. Genau, das okay. Habe ich mir nämlich auch gedacht. Das war die gleiche Reaktion, mein lieber Chris, die ich auch hatte. Okay. Die Frage ist ja, kommt er jetzt nicht erst als Bösewicht? Ja, das fängt ja jetzt erst an mit dem in der nächsten Staffel, ne? Eben. Wie kann man denn jetzt schon sagen, dass es einer der fiesesten Bösewichte ist? Verstehe ich nicht. Du auch nicht. Nee. Okay, aber vielleicht ist er ja geil, weiß ich nicht. Ja, also ich bin gespannt. Ich bin tatsächlich gespannt auf die neue Staffel. Die geht ja auch dann im nächsten, übernächsten Monat, glaube ich, los, oder? Ja, im Oktober, glaube ich, ne? Oder? Oktober, ja. Also, weil das Ende war ja schon irgendwie interessant, finde ich, von der letzten Staffel. Ja. Aber die Befürchtung ist natürlich sehr groß, dass das alles wieder nur Schrott ist. Weil die letzte Staffel war ja auch gut. Nicht wirklich mega spannend. Nee, tatsächlich war sie das nicht.
Aber ich glaube, dass er als Bösewicht schon echt gut wird. Also Das kann ich mir schon. glaube ich auch, weil auch der Schauspieler ziemlich cool ist. Ah, der hat ja auch bei einer meiner Lieblings- oder eine Lieblingsserie, ne? Ja? Hat er mitgespielt. Sag mal. Lass mich mal kurz überlegen, wie die hieß. City? Nee, wie hieß das denn? Ach, ich weiß, was du meinst. Wie hieß es denn? Magic City. Ja, sehr Habe ich geil. auch gesehen. Gab es leider nur zwei Staffeln. Ja, Da hat aber er die war geil, die mitgespielt, ja. Serie. Die war auch tatsächlich cool, ja. Also, eine Empfehlung geht raus, liebe Freunde, ja, Magic City. Wer es noch nicht gesehen hat, zieht's euch drinne. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie komme ich nach Hause hier? Mit dem Taxi sonst eigentlich immer. Ja, das stimmt. Aber jetzt geht gerade die Sonne unter, oder? Keine Ahnung. Du weißt gar nichts eigentlich, ne? Aber da hinten sehe ich unseren Turm. Nö. Wenn ich unseren Turm sehe, bin ich immer fröhlich. Ich komme nach Hause, Chris. Ich komme nach Hause und dann erzähle ich dir, wer Nummer 1 ist. Und da gebe ich allerdings auch den Leuten recht. Und naja, gut. Übrigens ist der Platz 1 mit 57%. Okay. Kannst du es dir denken? Nö, also, nö, weiß ich nicht. Ramsay Bolton. Ramsay Bolton, Game of Thrones. Na gut, da bin ich auf jeden Fall dabei. Der war auf jeden Fall mega geil. Also. Und vor allem, das ist ein Typ, wo man wirklich sagen kann, ein fieser Bösewicht. Der echt böse war, aber auch noch echt mies. Das muss man sagen. Ja, der war echt geil, das stimmt. Da gebe ich definitiv recht. Ramsay war auf jeden Fall mega. Aber ja, weiß ich nicht. Also, ich meine, ist ja ganz cool. So eine Auflistung, ne? Ja, aber eigentlich braucht man sie auch nicht, wolltest du sagen. Nee. Eigentlich braucht man es auch nicht, nee. Gut. Ich habe übrigens 64 und 14, also 80 Eisen mitgebracht. Wunderbar. Das freut mich sehr, lieber Nico. Das ist schön und ich werde jetzt das alles, die ganze Kohle hier mal reinhacken, werde mir neue Spitzhacken bauen, werde ein bisschen Licht noch mitnehmen. Und dann gehe ich gleich weiter. Ich bin Level 29, mein Lieber. Ich bin Level 29. Und ich hätte es nicht sagen dürfen. Du darfst du nicht sagen, weil ich glaube, du gehst gleich wieder drauf. Das ist durchaus möglich. Aber ich hatte keine Spitzhacken mehr, deswegen. Ich habe auch ein bisschen Stein mitgebracht, sind allerdings nur zwei Stacks, aber naja. Ich baller das dann hier einfach mal Das rein. hier hat mir nicht gefallen. Ich muss das alles wieder abreißen. Ja, sie scheiße. Muss alles wieder weg. 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 Tja, der Chris hat gute Laune, Freunde. Das ist doch was ganz Feines. Manchmal muss man das auch. Manchmal baut man und dann macht man alles wieder weg, weil man sich denkt, nö, Ist alles reicht auch. scheiße. So wie wir das zum Beispiel wahrscheinlich mit dem Turm machen werden irgendwann und Titte reißen wir wieder ab und sagen, ne, ist irgendwie alles Kacke. Was muss ich da jetzt machen? Einfach mal die Fresse halten. Ja, nö. Was gibt's denn sonst so Neues? Gibt's denn neue Serien irgendwie? Ja, gibt Ich es. glaube, The 100 hat angefangen, ne? In Nee. der Staffel 3. Doch, Nee. doch, doch, doch. Wo? Wann? Nee. Ja, ich Nee. glaube sogar tatsächlich auf ProSieben, ne, oder? Nee. Ja, echt? Ja. Das fand ich aber eine geile Serie. Also ist eine geile Serie. Ja, keine Frage. Also es gehört tatsächlich zu den Highlights 2016? Oder lief die Ja. 2015 schon? Weiß ich gar nicht. Oh, fuck, weiß ich auch nicht, ey. Ich bin, es ist, Auf jeden Fall Zeit geil. ist, Zeit gibt's nicht mehr. Ja, tatsächlich. Ja. Gut. Und ich hoffe, dass die Staffel 3 auch irgendwie abgeht. Da muss ich tatsächlich mal gucken, ob die bei ProSieben schon läuft. Gibt's doch gar nicht. Ja, ich glaube tatsächlich schon, ja. Das gibt's doch aber gar nicht. Dass wir das verpassen. Sowas machen wir nicht. Ja, aber wir haben letzte Woche
iZombie, ja. Freunde. iZombie. Ja. Meine erste Frage, Chris, war, ist das eigentlich eine Serie, die von Apple gesponsert wird? Oder was soll der Blödsinn mit dem Ei? Vielleicht geht es auch einfach nur um gutes Ei-Omelett. Nee, Spaß beiseite. Also, ja, wir haben rein... Aber vielleicht geht's darum. Du weißt es doch gar nicht. Nee. Ich werde es auch nicht herausfinden. Das stimmt. Weil... Du hast nach der ersten Folge schon gesagt, nee, machst du nicht mehr, oder was? Ja, ganz genau. Okay. Ich habe ja für mich... Da gibt es echt Serien, die für mich millionenmal interessanter als das. Obwohl ich die Schauspielerin ganz geil finde. So? Aber gucken würde ich das auf jeden Fall nicht. Also. Also ich habe ja mal irgendwann gesagt, jede Serie, die ich anfange, hat zumindest die Chance, 3 Folgen bei mir zu kriegen. Und das wird auch in dieser Serie der Fall sein. Aber ab und zu gibt es bei mir Serien, die ich nach einer Folge auch direkt wieder ausmache, weil sie einfach grottig sind. Ja. Wenn es so weitergeht wie in der ersten Folge, könnte es auch sein, dass die dann bei mir auch aufhört. Weiß ich nicht. Ich will mal schauen. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass dieses Zombie-Ding irgendwie, ich weiß nicht, sowohl bei Videogames als auch bei Serien ist es eigentlich jetzt irgendwie mal ein bisschen irgendwie ausgenudelt, finde ich. Also, ich finde natürlich das Zombie-Szenario immer noch geil, auch also als Videospiel von meinetwegen. Ich warte ja auch noch auf DayZ, ob das denn irgendwann mal auf der PlayStation kommt, keine Ahnung. Ich bezweifle es ja mittlerweile, obwohl die Entwickler sagen, ja, doch, wir machen das. Ich schwöre, Junge. Ja? Genau das haben sie gesagt, Chris? Genau, ungefähr auch in dem gleichen Wortlaut. Nee. Also, doch, Junge, ich schwöre, Junge. Krass, das sind ja krasse Entwickler, muss ich ja mal sagen. Aber ich kann es mir kaum vorstellen, dass es auch nur annähernd irgendwann mal weitergeht. Wenn das Ding auf dem PC schon nicht irgendwie einigermaßen mal in eine Beta kommt, oder vielleicht ist es mittlerweile in der Beta, aber... Ja gut, dann kannst du das natürlich einfach sein lassen. Das ist einfach, das geht nicht. Da gebe ich dir recht, dann kannst du es einfach sein lassen. Nächste. Ja, also von daher, weißt du was? Shigi-Wigi sage ich dazu. So. Shigi-Wigi. Jetzt, das hier ist der Boden. Das heißt, von da an muss die Treppe gehen, oder was? Achso, ja, von hier. Schon wieder verbaut, Alter. 2, 3. Ansonsten muss ich allerdings gestehen, es sind tatsächlich nicht wirklich viele gute Serien im Moment. Es ist so ein bisschen, naja, es ist Sommer. Es ist ja auch Sommer. Die EM liegt ja auch hinter uns, so dass man da auch ganz froh war, dass es keine Serien gab. Aber im Moment ist es so, also wenn du mich fragen würdest, was bei mir gerade so auf dem Fernseher läuft, ist so die 6. Staffel oder 5. Staffel Modern Family, das finde ich ganz nette Unterhaltung so, ganz witzig. Und dann ist auch nicht viel mehr, oder? Also ich bin ja gerade bei 12 Monkeys. Oh cool. Ja, ich muss auch sagen, bis jetzt ist es ganz okay. Also das läuft bei RTL Nitro oder sowas, ne? Was? Keine Ahnung, Amazon. Ach, bei Amazon läuft das auch, okay. Also bis jetzt fand ich es nicht schlecht, tatsächlich. Also, mal gucken, ob sich das auch hält. Der Film war ja super geil, meiner Meinung nach. Also super geil, in Anführungsstrichen. Ja. Ich fand den Film auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, ich auch. Und eigentlich hat es auch eine Serie verdient. Also ich meine, der Film hat genug Fragen aufgeworfen, die eigentlich beantwortet werden können. Ich muss da, glaube ich, auch mal reingucken. Ganz genau. Und ich hoffe, also ich habe jetzt 5 Folgen, glaube ich, geguckt oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, 5 Folgen sind es gewesen, ja. Also, erstmal ganz nice. Cool. Also, das werde ich mir auf meinen Zettel schreiben und werde das mal meine To-Do-Liste, meine Watchlist packen. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, die Folge ist zu Ende. Und wir wissen, ihr wisst es ja wie immer, wir würden uns freuen. Däumchen nach oben, kleines Abo dalassen, vielleicht bei YouTube, truematgamers.de. Und vor allem, ganz wichtig ist, schaltet wieder ein und erzählt allen von unserem Let's Play. Bis bald. Tschüssi.